Jo, moin Freunde, ich bin endlich wieder zurück, so halb gesundet. Das waren echt beschissene 2 Wochen. Ich habe mir eine richtig fette Sommergrippe eingefangen und jetzt geht's endlich wieder so halbwegs. Ich habe dann Anfang der Woche gesagt, dass ich ein bisschen auf chemischen Erkältungsunterstützer zurückgreife in Form von Grippostat. Keine Werbung. Und deswegen bin ich jetzt wieder aktiv und fange erstmal mit einer kleinen Freitagsrunde an. To get back into the swing of things, wie Alfred in Dark Knight sagte. Ja, was gab's Neues? Gestern war ich mit Dennis at Sentinel Bay Reviews in Holland bei TF Robots. Da, Verzeihung, so ein bisschen bellen ist neu. Ich bin noch in dieser letzten Keuchhustenphase. Ich versuche es aber zu minimieren. Ja, bei TF Robots. Das war ein schönes kleines Ding. Erstmal runter nach Osnabrück. Und dann hat er mich da aufgepickt und dann sind wir da rüber gefahren. War natürlich, wie er so schön gesagt hat, mit der heißen Nadel gestrickt, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine schöne Nummer, werden wir definitiv wiederholen. Und ich werde auch nicht zu viel erzählen. Kleinen Haul habe ich auch. Da kommen wir im Detail zu. Ich habe mir Upgrade-Sets geholt zu Ratchet und Ironhide. Und dann habe ich mir noch geholt Iron Factory. Dubé, Legend Scale Tarn für den Combiner, Iron Factory Lord Scorpion, den Scorpionlock, den hatte ich vorher auch noch nie, ich hatte noch nie einen Scorpionlock, deswegen, also der ist cool, den gucke ich mir noch im Detail an und ich habe endlich meinen eigenen Transform Element Optimus Prime, der Second Batch mit dem neuen Kopf, sprich, ja, MP44 ist für mich offiziell obsolet, also überflüssig, ne? Sehr cool, freue ich mich drauf. Noch nicht groß ausgepackt. Ich werde nachher noch eine kleine Portion für euch aufnehmen, wo ich das zusammenschneide und dann kriegt ihr das in dem kleinen Vlog, meinen Teil davon. Wir teilen das auf in 2 Stöcke. Ein Teil kommt bei mir. Das ist so ein bisschen auch von TF Robots mit dabei und ein bisschen von der Fahrt. Und bei Dennis dann auch was. Kommt dann to be continued rein, Link und ihr wisst darüber Bescheid. War auf jeden Fall sehr cool. Und mehr dazu im Vlog. Das zweite Ding, heute mal wieder eine First Looks Portion. Ich habe jetzt gerade zu Ende gebinged Kingdom auf Netflix. Mal eine Zombie-Serie der anderen Weise. Sehr cool, sehr, sehr cool. Irgendwie in der Zeit vom feudalen Japan, als Südkorea gegen Japan gerade gewonnen hat. Also ziemlich cool. Und Verzeihung. Und das Ding ist, wie gesagt, spielt in Südkorea und Zombies wirklich mal komplett anders. Hängt irgendwie mit einer Pflanze zusammen. Da haben Tiere von gegessen. Und diese Tiere wurden dann natürlich auch gegessen von den Leuten im Umkehrschluss, sind dann daran erkrankt und sind wieder hochgekommen. Voll krass, bewegen sich schnell, sehr ähnlich wie bei 28 Days Later. Aber es ist eine coole Ästhetik, macht sehr Spaß zu gucken, tolle Schauspieler. Wie heißt sie? Ich weiß den Namen gerade nicht, aber auf jeden Fall ist es die Koreanerin, wenn ihr das geguckt habt, aus Sense8. Sehr, sehr cool. Tipptopp spielt hier über sowas wie eine Krankenschwester. Schwer cool. Und einer der sehr krassen Unterschiede ist natürlich erstens mal die Zeit, wo das spielt. Und zweitens dann noch die Art und Weise, wie die Zombies tatsächlich eine Pause machen. Ich wollte gerade zu viel erzählen. Ich wollte gerade spoilern, aber das lasse ich. Guckt euch das selber an. Definitiv eine Empfehlung von mir. Mal vollkommen was anderes. Sehr cool. Und als zweites Ding, was ich jetzt geguckt habe, Highwayman. Auch sehr schön. Woody Harrelson und Kevin Costner als wieder instituierte Texas Ranger, die die Aufgabe bekommen, Bonnie und Clyde zur Strecke zu bringen. Auch sehr cool. Toller Soundtrack, tolle Aufnahmen und durch die Bank weg. Also wirklich, wirklich Granate und wohl scheinbar auch sehr akkurat, was man so sehen kann. Wirklich cool. Guck da mal rein. Also ich war begeistert. In dem Sinne, Sonntag gibt's endlich Iron Factory Steel Lucifer. Den Fotoreview gab es schon auf meinem Instagram und auf meinem Facebook. Ich verlinke euch das unten. Und dann bastle ich, wie gesagt, noch was für den Vlog zusammen. Und jetzt geht das wieder mit Reviews auf jeden Fall weiter. Muss bloß sehen, wie das mit dem Husten weitergeht. Also ich will ja nicht die ganze Zeit ins Mikrofon bellen. Ne? In dem Sinne, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag. Bis dann, haut rein. Und tschüss.